sicher, gegründet sozusagen, um gegen Atomwaffen zu Felde zu ziehen. Und hier ist einer, der das originär macht, schon seit vielen, vielen Jahren. Ein Vertreter, zweiter stellvertretender Vorsitzender der IPPNW in Deutschland. Hier ist Alex Rosen. Vielen Dank. Guten Tag. Mein Name ist Alex Rosen. Ich bin Kinderarzt hier aus Berlin und aktiv bei den Ärzten gegen den Atomkrieg. Als Kinderarzt habe ich das einzigartige Privileg, jeden Tag in die Augen unserer Zukunft zu schauen und oft genug auch in die Ohren und Hälse. Und ich sehe heute hier sehr viele Eltern mit ihren Kindern und Großeltern mit ihren Enkelkindern. Und da müssen wir uns fragen, was für eine Welt vermachen wir der nächsten Generation? Was für eine Zukunft haben wir für sie parat? Bei unserer Organisation haben wir ein außergewöhnliches Projekt. Jedes Jahr reisen wir in Atomwaffenstaaten und reden dort mit Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten über ihr atomares Erbe. In diesem atomaren Erbenprojekt treffen wir auf junge Menschen, die empört sind. Sie sind empört darüber, dass ihre Regierung wertvolle Ressourcen für Massenvernichtungswaffen verschwenden. Sie sind empört darüber, dass statt Kooperation und Dialog weiter auf Konfrontation und auf Abschreckung gesetzt wird. Sie können nicht nachvollziehen, dass diese Waffen nicht schon längst international geächtet sind. Sie wollen eine Zukunft ohne Atomwaffen. Sie fordern, dass die immensen Summen, die die Atomwaffenarsenale verschlingen, stattdessen für Bildung, für Gesundheit, für soziale Gerechtigkeit und für Entwicklung benutzt werden. Recht haben Sie. Heute wissen wir, Atomwaffen töten, auch ohne eingesetzt zu werden. Auch in Deutschland treffen wir auf junge Menschen und diskutieren mit ihnen über die Tatsache, dass auch bei uns Atomwaffen immer noch stationiert sind. Dass deren Abwurf über russischen Großstädten regelmäßig trainiert wird. Von deutschen Luftwaffensoldaten wohlgemerkt. Ja, auch Deutschland ist ein Atomwaffenstaat. Der atomaren Teilhabe der NATO sei Dank. Wie können wir einerseits über Frieden und Völkerverständigung reden und andererseits Massenvernichtungswaffen in der Eifel stationieren? Wie können wir die USA und Russland ernsthaft zur Abrüstung aufrufen, wenn wir selbst es nicht schaffen, unser Land atomwaffenfrei zu halten? Wir müssen vor der eigenen Haustür kehren. Das muss für uns der erste Schritt sein. Deutschland atomwaffenfrei, jetzt! Der B-61-Bomben in Büchel. Wir wollen diese Massenvernichtungswaffen raus haben aus Deutschland, raus aus Europa. Es sind ja hier in diesem Kreise viele Leute jetzt, die einfach vorbeigelaufen sind und sich gefragt haben, was passiert da gerade, wer spricht da, was geht hier? Und einige von diesen Leuten, die mögen sich denken, Atomwaffen, tickt der Typ noch richtig? Das ist doch total 80er. Warum sollten wir uns heute noch über Atomwaffenprobleme Gedanken machen? Haben wir keine anderen Probleme? Wer spricht überhaupt noch über Atomwaffen? Wir tun es. Und aus gutem Grund. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut geht weiterhin von mehr als 17.000 Atomsprengköpfen weltweit aus. 4.400 davon sofort einsatzfähig. Wladimir Putin kann mit einem Knopfdruck 1.800 Atomsprengköpfe abschießen. Barack Obama 2.150. Neue Berechnungen zeigen, etwa 200 detonierte Atomsprengköpfe über einer Großstadt reichen, um unseren Planeten in den atomaren Winter zu treiben. Reichen, um 2 Milliarden Menschen das Leben zu kosten. Wir fragen daher, kann man diesen beiden Menschen das Überleben des Planeten anvertrauen? Wir sagen nein. Kein Mensch sollte je so viel Macht haben, die Welt mit einem Knopfdruck zerstören zu können. Sich die großen internationalen Konfliktherde mal anschaut, dann sieht man, dass ein Zusammenhang zu bestehen scheint zwischen atomarer Bewaffnung und der Unfähigkeit, Konflikte zu lösen.
Auf der koreanischen Halbinsel stehen sich die USA und Nordkorea atomar bewaffnet gegenüber und wie zwei Halbstarke provozieren sie sich mit riskanten Militärmanövern. In der Ukraine prallen derzeit die Interessenssphären der Atommächte der NATO und Russlands aufeinander. Und schon hört man Stimmen aus dem ukrainischen rechten Lager, die bereuen, in den 90er Jahren das Atomwaffenarsenal der Ukraine den Russen übergeben zu haben. Zwischen den Atomwaffenstaaten Indien und Pakistan kriselt es seit langem aufgrund der Konfliktregion Kaschmir. Vier Kriege haben diese beiden Länder bereits bekämpft, den letzten 1999. Im südchinesischen Meer tobt ein kalter Konflikt zwischen den Atommächten China und der USA bzw. ihrer Verbündeten Japan und Taiwan. Im Nahen Osten spielt Israel mit seinem Atomwaffenarsenal eine gefährliche Vorreiterrolle. Und auch der Iran hat zumindest in der Vergangenheit mit der atomaren Option geliebäugelt. Zusätzlich mischen in der Region die Atommächte Russland und die USA seit Jahrzehnten mit. Sie sehen also, ganz so unzeitgemäß ist es nicht, sich für eine atomwaffenfreie Welt einzusetzen. Rainer Braun hat gerade in seiner Rede von der Abrüstung aller Atomwaffen gesprochen. Dieses Ziel teilen wir ohne Frage. Doch bevor wir sie abrüsten können, muss der erste Schritt sein, sie international zu ächten. Biowaffen, Chemiewaffen, Landminen, Streubomben. Die Menschheit hat gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, ihr Tötungsarsenal eigenmächtig zu beschränken. Atomwaffen sind der nächste logische Schritt. Parallel zu der International Campaign to Ban Landmines, der internationalen Kampagne, um Landminen zu verbannen, hat die IPPNW deswegen das International Campaign to Abolish Nuclear Weapons gegründet. ICAN. Die Botschaft ist jedem Kind sofort klar. ICAN, you can, we can abolish nuclear weapons. Wir alle können Atomwaffen abschaffen. Im März 2013 trafen in Oslo auf Einladung von ICAN 127 Regierungen aus aller Welt zusammen, um sich über die humanitären Folgen von Atomwaffeneinsätzen informieren zu lassen. Das überraschende Ende dieses Treffens: Die Regierungsvertreter kamen zu dem Schluss, dass die Auswirkungen von Atomwaffen so unmenschlich und so inakzeptabel sind, dass diese Waffen international geächtet werden müssen. Eine Folgekonferenz in Mexiko in diesem Februar, an der bereits 140 Regierungen teilnahmen, bestärkte diese Haltung und leitet einen Prozess ein, der nun nicht mehr aufgehalten werden kann. Schon Ende des Jahres ist eine dritte Konferenz in Wien vorgesehen, auf der konkrete Verhandlungen zur Ächtung von Atomwaffen geplant werden sollen. Einen entsprechenden Konventionsentwurf mit realistischen und durchführbaren Abrüstungsmechanismen ist bereits als offizielles UN-Dokument veröffentlicht. Zwei Wermutstropfen gibt es. Die Atomwaffenstaaten USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich, Nordkorea und Israel haben sich an diesem Prozess bislang nicht beteiligt. Sie boykottieren ihn und sehen sich nicht in der Lage, ihren Abrüstungsverpflichtungen nachzukommen. Und zweitens, fast genauso schlimm, unsere Bundesregierung hat in Oslo und in Mexiko ein jammerhaftes Bild abgegeben und die NATO-Atomdoktrin verteidigt. Dem müssen wir uns entgegenstellen. Deutschland darf kein Bremser sein auf dem Weg in eine atomwaffenfreie Welt. Aber, und das ist ganz wichtig an diesem Ostersamstag, die positiven Nachrichten überwiegen. Der internationale Druck wächst auf die Atomwaffenstaaten und auch auf Deutschland. Die Regierungen von über 140 Ländern haben entschieden, den Weg zur Not auch ohne sie zu gehen und sie für ihre Massenvernichtungswaffen an den Pranger zu stellen. Wir in der IPPNW sehen die Chance für eine weltweite Ächtung von Atomwaffen, heute so nah wie vielleicht nie zuvor. Jetzt kommt es darauf an, dass wir uns alle engagieren, dass wir Druck machen auf unsere Regierung, diesen Prozess konstruktiv zu begleiten. Das Ziel, eine Welt ohne Atomwaffen, ist plötzlich greifbar. Machen Sie mit, engagieren Sie sich bei ICAN, helfen Sie mit, unseren Kindern eine atomwaffenfreie Welt zu vermachen. Gemeinsam können wir es schaffen.
Deutschland atomwaffenfrei, jetzt. Atomwaffen raus aus Europa, jetzt. Weltweite Echtheit.